Moin liebe Grillfreunde, super, dass ihr alle wieder dabei seid. Willkommen bei Grillblitz. Ein Grill aus Edelstahl, 3,3 Kilo, klein zerlegt, den ich praktisch überall verwenden kann mit Gas, Kohle und auch mit Holz. Das ist was Besonderes, das zeige ich euch jetzt. Ich rede von Scotty. Und hier haben wir auch schon das gute Stück. Scotty verpackt in einer LKW-Plane. Robust innen Klett, das heißt, gleichzeitig lässt sich die Plane als prima Unterlage nutzen, damit unter dem Grill nichts verschmutzt wird. Als erstes kümmern wir uns mal um den Aufbau. Alle Teile sind super verarbeitet, 1,1 mm Edelstahl ganz leicht gebürstet, also schön robust stabil. Für den Schnellstart hat sich übrigens der Hersteller hier ein System überlegt, bestehend aus zwei Dreiecken, sodass man weiß, womit es losgeht. Der Rest ist dann eigentlich selbsterklärend. Das heißt, ich stecke die Teile mit den Dreiecken zusammen. Das nächste Seitenteil ergibt sich natürlich über die Schrift, dass es so rumstehen muss. Und ich stecke einfach hier. Dann komme ich schon mit meinem Bodenblech. Das Bodenblech ergibt sich auch von selbst. Man kann gucken, dass es hier und hier unten einfängt. Einrastet man hier natürlich so. Super. Wir kommen auch schon zum Brenner, der nebenbei bemerkt 2,5 kW hat. Das ist also schon ganz ordentlich aus Edelstahl. Das heißt also, Leistung dürfen wir eigentlich schon erwarten. Ein Spielzeug ist das Ganze nicht. Auch der Brenner wird hier recht einfach eingehakt. Hier ist ein Schlitz, da kommt er rein und wird einfach so zunächst mal abgelegt. Jetzt komme ich mal mit dem Brennerschutzblech oder Flavor Bar oder wie auch immer man das Ganze nennen will. Brennerabdeckung. Und schon kann ich mir hier den zweiter Seitenteil einhängen. Das dürfte eigentlich auch einfach sein. Eingerastet. Da und da. Und jetzt müssen wir unten nochmal hingucken. Zack. So steht das Ganze. Kommen wir jetzt noch zum Rost. Der Rost ist also auch schön massiv gearbeitet. 3 mm Edelstahl schwer. Aber auch schön entgratet. Also da ist nichts scharfkantig. Der Rost ist im Grunde genommen hier die Verriegelung des Ganzen, dass der Grill hundertprozentig stabil steht. Fertig zusammengebaut, da wackelt nichts, da fällt nichts auseinander, da braucht man sich keine Gedanken machen. Finde ich schon mal super. Wie bereits eingangs erwähnt, kann man die Tasche, die aus einer LKW-Plane besteht oder aus dem gleichen Material, prima als Unterlage benutzt werden, um Verschmutzung und so weiter zu verhindern. Nach Aussage des Herstellers wird es unter dem Grill überhaupt nicht heiß. Ich bin sehr gespannt, das werden wir natürlich prüfen. Jetzt nur noch den mitgelieferten Gasanschluss verschrauben. Nebenbei bemerkt, das ist natürlich Linksgewinde, weil es Gas ist. Lässt sich aber einfach anbringen. Es gibt übrigens auch einen Adapter für eine große Flasche, wer das gerne möchte. Ansonsten werden diese eigentlich handelsüblichen Campingglas, Gaskartuschen eingesetzt, kann man überall kaufen, auch wenn man das Ding im Flieger mitnehmen sollte, dann wird man sicherlich da, wo man hinfliegt, auch diese Kartuschen bekommen, sodass man eine Gasversorgung immer sichergestellt hat. Nur noch die handelsübliche Gaskartusche anschließen. Man muss wissen, Linksgewinde bei Gas. Nebenbei bemerkt, in dieser Kartusche ist also auch ein Ventil, sodass ich wieder abbauen kann, ohne dass die Kartusche leer sein muss und wiederverwenden kann. Hier kann man auch sehr schön sehen, das Ganze ist mit einer Regelmöglichkeit versehen, wenn wir die Gaszufuhr öffnen. Wir hören es schon, jetzt gehen wir einmal rum und müssen einmal von Hand zünden und schon läuft das Ding. Da elektronische oder Piezo-Zünder doch recht fehleranfällig sind, wurde in diesem Fall einfach direkt darauf verzichtet und man nimmt zum Anzünden Streichholz oder irgendein Feuerzeug. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfangen kann. Der Grill ist also schon richtig heiß. Man sieht, dass hier kommen die ersten Verfärbungen. Unten habe ich das Gefühl, wenn ich mir das Flammschutzblech über dem Brenner anschaue, dass es schon in einigen Positionen glüht. Also das ist schon wirklich der ganz große Knaller. Was ich auch toll finde, ist, dass ich hier unten anfassen kann, überall, hier. Es gibt also keine heißen Stellen oder so. Die Beine sind kalt, man kann die Hand problemlos unter den Grill legen, da ist ja eigentlich gar nichts. Und hier oben ist wirklich schon eine brachiale Hitze. Wir schauen uns das Ganze gleich mal mit dem Infrarotthermometer an. Schon nach wenigen Minuten ist das Ding knalleheiß, würde ich sagen. Ich messe mal ein bisschen rum hier.
Wir haben also bei Gaseintritt hier durchaus 260 Grad, 237 Grad, da sind es noch 195 Grad, das war jetzt so dieser Bereich. Hier zum Ende hin sind wir mit 150 Grad bei leicht abfallender Temperatur und hier vorne ist es richtig heiß. Also das Temperaturbild sieht so aus, dass wir hier in diesem Bereich, im vorderen Bereich, insbesondere neben den Blechen, Brennerschutzblechen, die höchsten Temperaturen haben. Hier hinten fällt es leicht ab. Auf der Homepage des Herstellers gibt es übrigens eine ganze Menge Zubehör, je nachdem, was man so gebrauchen kann. Interessant, zum Beispiel dieses Produkt nennt sich Box. Vorteil, ist genauso nachhaltig langlebig produziert, würde ich sagen. Komplett aus Edelstahl. Ist eine Schale, die man auf dem Grill nutzen kann, mit entsprechendem Griff. Schöne Dichtung drin für eine Suppe, aber genauso gut zum Transport von Fleisch. Passt also sehr schön darauf, lässt sich verschließen. Coole Geschichte, wenn es heiß ist, hat man diesen Griff dazu. Auch sehr nützlich, eine Plansche optional. Das heißt, hier habe ich eine Kombination aus Rost und Fläche, also Plansche. Zum Beispiel für Gemüse, Garnelen, was weiß ich, kleine Dinge, die da durchfallen können. Aber auch eben für ein Spiegelei zum Frühstück. Oder diese wunderbaren Grillspieße, Pikes oder Peaks, wie auch immer man das aussprechen soll. Klasse verarbeitet, lassen sich also so benutzen, wie man sich das eigentlich vorstellt. Das heißt, ohne Rost, da kann nichts festkleben oder so für tolle Spieße. Also sehr coole Geschichte, finde ich. Kommen wir nun zum sinnvollsten und besten Zubehörteil aus meiner Sicht. Das ist der Deckel für den Grill. Damit habe ich keine Probleme mehr bei Wind. Ich kann alles machen. Das schauen wir uns jetzt an. Wir bauen ihn erstmal schnell zusammen. Übrigens genauso gut verpackt. Total flach und klein. In dieser Plane finde ich super die Idee. Zumal man selbst diese Plane mit in den Geschirrspüler stellen kann. Vom Prinzip ist der Aufbau des Deckels genauso wie der des Grills. Ich suche mir also die Dreiecke. Schnell gefunden, stecke zusammen. Das zweite Seitenteil ergibt sich. Aufgrund der Schrift sieht man also auch die Richtung, die es haben muss. Das ist auch super. Kommen wir zum Deckel des Deckels sozusagen. Da gehen wir hier rein. Einfach hier hinein. Auch gut. Und wir müssen hier einmal in die Schlitze. Zack. So, wenn es ein bisschen hakt, ist es überhaupt kein Thema. So, und schon kann ich das zweite Seitenteil stecken, vorsichtig, und verriegeln. Zack, und mein Deckel ist fertig. Außerdem mitgeliefert diese steckbare Grillzange. Also auch ganz cool eigentlich. So, und gleichzeitig dient das Ding als Griff für den Deckel. Eins möchte ich an dieser Stelle auf jeden Fall mal sagen. Ich glaube, ich habe noch nie irgendein Grillprodukt gesehen, was wirklich so ausgetüftelt und mit so viel, ich sag mal, Hirnschmalz erarbeitet wurde wie dieses. Kommen wir noch mal zu dem Deckel. Natürlich kann ich den jetzt ganz normal hier auflegen. So, jetzt habe ich einen relativ gut geschlossenen Deckel, kann also bei Wind arbeiten, vielleicht auch Dinge machen, die man normal auf so einem kleinen, in Anführungszeichen, Campinggrill gar nicht machen kann. Jetzt geht es aber weiter. Über diese kleinen Schlitze hier kann ich den Deckel aufstellen. Und zwar so als Windschutz, sodass ich von hier super arbeiten kann. Wenn mir das aber ein bisschen zu viel ist aufgrund der aktuellen Witterung, kann ich den Deckel also auch auf dieser Seite zum Beispiel über die entsprechenden Schlitze niedrig anstellen, sodass ich wesentlich mehr Schutz habe. Und so vielleicht sogar in der Lage bin, auch komplexere Dinge aus dem Barbecue-Bereich in der freien Natur irgendwo zu tun. Das ist schon echt mega. Allein die Idee, die Zange hier mit als Griff zu benutzen, um einfach Gewicht und Platz zu sparen und gleichzeitig hier an der Zange zwei kleine Flaschenöffner zu integrieren, das ist schon auch ein Knaller, finde ich. Der zerlegte Deckel passt übrigens auch noch mit in die Verpackung der Scotty, sodass man nicht unbedingt zwei Tüten haben muss, wenn man nicht möchte. Interessant für die Verwendung als Immer- und Überall-Grill
sind natürlich auch die drei Befeuerungsmöglichkeiten. Das heißt, ich kann das einmal mit Gas machen. Möchte ich das aber nicht, ist auch die Möglichkeit, ganz einfach die Angelegenheit mit Holzkohle zu befüllen. Dafür nehme ich die Brennereinheit raus und schon habe ich im Grunde genommen einen vollwertigen Holzkohlegrill. Eine weitere Möglichkeit wäre auch, ihn als Feuerschale einzusetzen oder sogar als Grill, bei dem ich über offenem Feuer oder vielleicht über den Resten des Feuers grille. Dafür verwende ich einfach Holz als Brennstoff und habe so einen kleinen Grill mit drei Befeuerungsarten. Klasse. Genau genommen ist es schon eine einmalige Angelegenheit, was man mit dem kleinen Grill alles machen kann. Neben dem normalen Grillen, aber eben auch mit Deckel, kann ich auch braten. Auf der Plancha oder in diesem boxgenannten Behälter. Ich könnte eigentlich auch backen. Räuchern dürfte überhaupt kein Problem sein. Selbst ein kleines Stück Pizza, weil ich ja vernünftige Temperaturen erreiche, dürfte gut funktionieren. Dünsten, toasten, klar, fürs Frühstück mal oder auch normales Kochen. Das ist für mich schon wirklich der Knaller. Zumal diese Tasche natürlich in den kleinsten Kofferraum passt. Du kannst die in einer Fahrradtasche mitnehmen. Es ist eigentlich für Campingpark, See, Wald, was weiß ich, Boot, überall das richtige Ding. Oder eben auch im Wohnwagen, Wohnmobil, im Zelt vielleicht. Selbst wenn ich mit dem LKW unterwegs bin, Kanu, Motorradtasche, was weiß ich. Beim Angeln, also irgendwie sind die Möglichkeiten grenzenlos. Und im Gegensatz zu zum Beispiel so irgendeinem gusseisernen Waldequipment, mit dem man dann mit schwerstem Rucksack durch die Gegend läuft, mit vielen, vielen Kilos und am Ende nicht wirklich grillen kann, sondern bestenfalls so ein bisschen braten oder sowas, ist das für mich echt eine absolute Knallerlösung, weil ich kann losfahren, fahre hier bei uns an die Nordsee, setze mich dahin und mache mir ein Steak oder eine Wurst oder so. Das finde ich super cool. Ich kriege ihn sauber wieder verstaut, weil ich in diese Plane im Grunde genommen die verschmutzten Teile einlegen kann, mache das vernünftig, zunehme das mit nach Hause, alles in den Geschirrspüler, fertig die Geschichte. Der Grill ist vorgeheizt, ich habe ein bisschen was Leckeres rausgesucht. Das wollen wir jetzt mal eben testen. So, als erstes wische ich trotzdem den Rost mal eben ganz kurz mit ein bisschen Öl ab, damit das nicht alles hoffnungslos festklebt. Und fange auch gleich an, ein paar kleine Würstchen und ein kleines Stück Schweinefilet. Und hier haben wir noch ein bisschen Schweinerücken. Nehmen wir hier in den hinteren Bereich noch mal ein paar Würstchen. Kleine Nürnberger. So. Keine 3 Minuten später, ich bin hier schon so ein bisschen in Brass und habe auf die Kamera gewartet. Wir sehen also, da ist richtig Mambo dahinter. Also ich muss sagen, ich bin jetzt schon mal total erstaunt, weil, guckt euch das mal an hier. Alter Schwede. Guck mal. Also wenn das nicht gut aussieht, weiß ich es auch nicht. Riecht super. Klasse braun alles. Das geht fix hier. Also ich würde vorschlagen, das ist gar nicht mehr lange, dann können wir mal was probieren. Und es kann eigentlich nur gut schmecken. Lecker. So, weitere 3 Minuten später. Das Ganze ist auf jeden Fall so weit, dass wir probieren können. Ich will mal eben die Würstchen hier retten. Klasse Geschichte. Echtes Grillen. Fast rauchfrei. Das Einzige, was ich habe, was hier so ein bisschen raucht, ist natürlich das Grillgut selbst. Perfekt. Saftig aus. So. Ich bin wirklich gespannt. Ich fange mal mit so einer kleinen Wurst an. Na super. Heiß, lecker. Dafür. Hier brauchen wir ein bisschen Salz. Auf unserem Schweinefilet. Und selbstverständlich auch ein bisschen Pfeffer. So, und los geht's. Klasse, saftig. Lecker. Ich meine, was soll ich jetzt alles probieren? Auch das perfekt gegrillt. Schöne Röstaromen. Noch so ein nettes kleines Zubehörteil, das Ding nennt sich Flip. Er wird auf die Grillzange aufgesteckt, ist im Grunde genommen zum Umdrehen von Hamburgern oder so oder auf der Plancha, Eier, was weiß ich. Aber wofür es auch super geht, kann man vielleicht mal gucken, die festgebrannten Reste hier,
können wir so also komplett abschieben, sodass wir direkt weitermachen können mit unserem neuen Grillgut. Jetzt haben wir hier einen kleinen Spieß, Schweinefilet umwickelt mit Bacon, hier noch zwei kurz zu bratende Rindfleischstücke und ein Lammkotelett. Auch nochmal so eine Königsklasse, ich bin sehr gespannt. Wir drehen einfach mal um. Oh, sieht gut aus. Die Kamera kommt, jawohl. Guck dir das an. Klasse. Gefällt mir. Jawohl. Also Röstaromen kann das Ding, kann man sagen, was man will. Coole Geschichte. Auch hier sieht gut aus. Lecker, ein paar Minuten brauchen wir noch. Also wirklich lecker. Da ist Dampf drauf, das gefällt mir echt gut. Wieder mal kurze Zeit später, wir gucken uns das Ganze mal an. Also ich muss sagen, ich bin mehr als überrascht. Das sieht also super aus. Ich habe hier Flammenbildung, ich habe Kruste, ich habe Röstaromen, super klasse. Wir werden jetzt einfach mal ein bisschen was probieren. Kleine Sticks habe ich hier. Dann habe ich ein Stück Lamm, das holen wir uns auch dazu. Und diesen Filetspieß umwickelt mit Bacon. Sieht auch klasse aus. Den Rest hatten wir schon mal. Ich würde sagen, fangen wir direkt an. Ein bisschen Salz brauchen wir. Das andere hatte ich schon mariniert. Und wir brauchen ein bisschen Pfeffer. So. Und los geht's. Fangen wir an mit dem Steak. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ist wahrscheinlich ziemlich durch, aber ja, es ist sehr durch. Ich sag mal da. Geschmacklich in Ordnung, aber Schuhsohle deutlich zu lange. Ich habe den Grill komplett falsch eingeschätzt. Aber egal, wir gehen mal weiter zum Lamm. Guck, da sieht es besser aus. Und ein schöner rosa Garpunkt. So finde ich eigentlich ganz gut. Wollen wir da mal probieren. Saftig. Sehr lecker. Kann man gut mitleben. Sehr, sehr lecker. Und jetzt kommen wir mal zu dem Filet selbst. Hier haben wir ganz leichten rosa Kern noch. Also auch mega saftig zart. Mit dem Bacon drum. Die Reinigung gestaltet sich übrigens auch super einfach. Da das Ding komplett aus Edelstahl gefertigt ist, können wir einfach beigehen und sämtliche Teile in den Geschirrspüler stellen. Und schon ist das Problem gelöst. Nur den Stabbrenner würde ich natürlich nicht unbedingt mit in den Geschirrspüler tun. Eine kleine Zusammenfassung zum Schluss des Videos. Dieser Grill hat mich wirklich überzeugt. Ich war echt skeptisch zu Anfang, als ich das Ding zusammengebaut habe und so. Aber das Ergebnis spricht für sich. Die Nachhaltigkeit, Haltbarkeit, die Möglichkeit, drei verschiedene Brennstoffe einzusetzen, diese kompakten Abmessungen, das geringe Gewicht, hochwertige Verarbeitung etc. Da muss ich wirklich sagen, das ist ein Produkt, wie es eigentlich in die Welt gehört. Ich hatte viel Spaß damit, ich hoffe ihr auch. Bei euch muss ich mich bedanken, dass ihr so lange zugeschaut habt. Natürlich auch bei denen, die hier beim Video mitgewirkt haben. Alle wichtigen Links sind natürlich wie immer unten in der Infobox unterhalb des Videos. Ihr könnt auch gerne mal unter grillblitz.de schauen, da gibt es ein paar Produkte von mir. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, wo ihr seid. Bis dann, tschüss!